Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Bevor wir durchstarten mit Memory PC, wie ihr es hier seht, lösen wir jetzt erstmal das Gewinnspiel auf. Und zwar ging es ja hierum, diese schöne Maus. Wer auch immer die jetzt gewinnt, bekommt die natürlich kostenlos nach Hause geschickt. Das ist die G502 Second Edition von Logitech. Und ich habe mir dafür einfach mal einen Random Name Generator hier rausgesucht. Bevor wir das hier jetzt aber machen, gehen wir noch mal die Zahlen durch. Ihr habt ja dann gefunden, wenn ihr hier mit in dieser Liste steht. Die waren natürlich gut versteckt. Ich blende sie hier noch mal ein. Und hier haben wir auch schon die Liste, wer alles mitgemacht hat. Ich habe meistens nicht jemanden vergessen, sondern derjenige hat einfach keinen Kommentar geschrieben. Ich habe bei einigen gesagt, pass auf, du hast vergessen, einen Kommentar zu schreiben. Dann haben sie es noch gemacht, sind es noch drin gelandet und irgendwann war mir das zu blöd. Da haben die Leute einfach nicht richtig zugehört und sind dementsprechend nicht in dieser Liste gelandet. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir hier einige Leute. Ihr könnt ja auch mal schauen, ob ihr euch hier drin findet. Das waren jetzt nicht so sonderlich viele. Es haben sich nicht so viele die Mühe gemacht, diese Zahlen zu suchen. Die waren auch echt fies versteckt, man muss es so sagen. Aber sie waren da und ihr habt es auch geschafft. Und ich klicke jetzt hier einfach gleich, wähle einen zufälligen Namen und dann wird er rausgesucht. Es ist natürlich so, dass ich hier auch teilweise Berater und Moderatoren von meinem Discord drin habe. Die haben keine Tipps von mir gekriegt. Die haben das Video geguckt und ganz normal mitgemacht. Die haben keinen Hint gekriegt, keinen Timestamp, gar nichts. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt sagt, das sind deine Mods, natürlich gewinnen die. Nein, das ist nicht so. Wenn es jetzt ein Mod wird, ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf, ich klicke da jetzt drauf, ich mache es ohne Cut. Ich klicke jetzt einfach direkt drauf, scheiß drauf. Kein Cut, nichts, die Seite wird neu geladen. Ich scroll runter. Keller ist mein Name. Der darf sich jetzt bei mir im Discord melden, mir seine Adresse schicken. Und viel Spaß mit der Maus. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kriegst du die Maus natürlich nach Hause geschickt. Das wird wahrscheinlich im Laufe dieser Woche dann noch passieren. Ich fahre dann vor der Arbeit eben noch zur Post. Und dann geht das Ding raus, sobald ich deine Adresse habe. Ja, Keller ist mein Name, melde dich bei mir im Discord. Und dann viel Glück beim nächsten Mal, wenn es ein nächstes Giveaway gibt. Ich werde das natürlich wieder verstecken. Das heißt, ihr müsst fleißig die Videos gucken. Gut, dann hätten wir das jetzt soweit auch geschafft. Also, das hier ist jetzt deine. Viel Freude damit. Wir haben jetzt hier also Memory PC und hier steht PC-System mit GeForce RTX 3080 Ti. Ja gut, das ist jetzt Angebote, Hot Sale. Okay, gehen wir jetzt drauf. Und da habe ich einen rausgesucht, nachdem hier erstmal die ganze Werbung durch ist. Und zwar dachte ich mir, ich nehme doch mal den hier. Der ist nämlich ganze 300 Euro runtergesetzt und den schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir erstmal die grundtechnischen Daten, das ist der High-End AMD Ryzen 5 3600, also stehen einfach nur die Daten da drin, der hat keine Nummer, wie zum Beispiel jetzt Agando oder CSL das haben, der heißt einfach nur so, wie die Daten da drin stehen. Ich gehe jetzt aber nach Konfigurieren, weil hier steht halt nicht alles drin, wie was genau gemeint ist, weil bei Konfigurieren steht am meisten noch ein Hersteller. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Gehäuse, beziehungsweise zu dem Bild. Ich werde jetzt dieses Bild nehmen und werde euch noch das zweite quasi einblenden und dann guckt ihr euch das einfach mal an und entscheidet selber, ob das wohl fake ist. Nur mal vom Grundgehäuse her. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, kann ich euch schon mal sagen, ja, das Bild ist fake, beziehungsweise total schlecht gefotoshoppt, man muss es so sagen. Die haben die Praktikanten da dran gesetzt. Ich weiß nicht, was das soll. Also erstmal ist das Gehäuse viel zu klein, beziehungsweise von der Höhe her, das Gehäuse an sich ist höher. So, dann haben wir hier einen Lüfter, der gar nicht verbaut ist. Das ist nämlich der Standardlüfter verbaut, das hier scheint... Könnte ein Silent sein, Be Quiet, keine Ahnung, irgendwie so ein großes Möppelchen, was aber kaum ins Gehäuse passt. Der Lüfter da hinten ist total zerquetscht worden. Hier unten die Slotblenden sind übrigens nicht weiß, die sind schwarz, aber die haben sie auch schön zusammengequetscht. Eigentlich ist hier unten noch der Netzteil-Einbauschacht, aber der fehlt auch irgendwie. Die Grafikkarte ist irgendeine, keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Bitte auf dieses Bild einfach nichts geben. Die haben es da irgendwie mit Photoshop reingezaubert. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Echt schade. Die wollen vielleicht nur das Gehäuse zeigen, aber dann lässt man das hier direkt sein. Dann nimmt man das Bild von einem leeren Gehäuse und dann ist gut, dann ärgert sich da auch keiner drüber. Aber ich finde das schon, also, schon krass schlecht gemacht. Also wenn man Photoshoppen will da und derjenige da angestellt ist, ich hoffe wirklich, es war ein Praktikant. Für sowas würde ich keinen bezahlen. Wenn ich das jetzt betreiben würde, nein. Gut. Wir kommen jetzt zum System. Wie gesagt, das System kostet 2149 Euro mit Ryzen 5 3600. Ihr wisst schon, wo die Reise hingeht, aber dazu kommen wir jetzt. Wir starten in der Konfiguration. Hier haben wir das Fractal Focus G Schwarz im Standard enthalten. Das kostet bei Geizhals 46,77 Euro über Mindfactory. Ja, ist ein normales Gehäuse halt. Ne? Ihr habt ordentlich Platz. Hier unten seht ihr nochmal diese Geschichte mit den Einbauschächten. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Die hier fehlten auch auf dem Bild komplett. Hier unten kommt das Netzteil rein.
Es reicht aus, das Gehäuse. Wird vom Airflow auch in Ordnung sein, denke ich, weil hier vorne kriegt ihr die Frischluft, hier oben wird die warme Luft wieder abgeführt. Oben hat der auch noch Schächte, also sollte reichen. Ist jetzt nicht das höchste der Qualität, aber ist okay. Nehmen wir einfach mal so mit. Als nächstes hätten wir als Netzteil das SQ White Silent 850 Watt. Sei schon mal gesagt, 850 Watt, die sollten auch schon sein, vor allen Dingen für die Grafikkarte, die da drin ist. Aber SQ White Silent kenne ich nicht. Ich muss irgendwann wirklich mal ein System bei denen bestellen und mir das mal anschauen, was da eigentlich drin verbaut ist. Weil SQ White Silent, wie gesagt, sagt mir nichts. Hier haben wir das Corsair RMX Series RM850X 2018 Edition 850 Watt. Das würde extra kosten 85,90 Euro. Jetzt zeige ich euch mal, was das Netzteil an sich kostet. 119,95 Euro. Das heißt, wenn man das jetzt mal so rechnen möchte, ist natürlich irgendwo Quatsch, aber wir rechnen es einfach mal so, dann hat dieses 850 Watt Netzteil, was da drin ist, einen Wert von 35 Euro im Endkundensegment. Ich betreibe eine 1500 Euro Grafikkarte an einem 35 Euro Netzteil. Verstehe ich nicht. Warum? Nein. Also ich sage immer, das Netzteil, das ist extrem wichtig beim System, weil wenn das abraucht, reißt es meistens die ganze Hardware noch mit in den Tod, es sei denn, es ist qualitativ so gut ausgelegt, dass es wirklich eine Notabschaltung hat, auch bei Blitzschlag oder sonst irgendwas. Es gibt ja solche Netzteile, zum Beispiel von Asus oder auch BeQuiet halt. Ich verstehe es nicht. Man kann doch eine 1500 Euro Grafikkarte nicht in einem China-Böller betreiben. Ich meine, ich kann mir kein Bild davon machen, aber wenn ich schon merke, so 35 Euro ist deren Wert, wenn sie es euch da einbauen. Nein, einfach nein. Egal, wir müssen jetzt irgendwas finden, weil es gibt auch nicht im Endkundenmarkt, ich habe es nicht gefunden. Wir sind jetzt nett und nehmen das BeQuiet Straight Power 11. Ihr müsst euch jetzt gleich beim Endpreis im Hinterkopf behalten. Es ist nicht das Straight Power 11. Das hier kostet sogar noch mehr als das Corsair, 140 Euro. Wir packen es mal so in den Warenkorb. Wir sind jetzt einfach mal nett. Ja, da werde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Als Mainboard gibt es das MSI B450 Tomahawk Max 2 im Standard enthalten. Das kostet bei Geizhals über Mindfactory 77,80 Euro und es ist ein grundsolides Board. Man sieht hier die Anschlüsse, 4x RAM-Bänke, das heißt, ihr könnt erweitern. Gekühlte Spannungswandler habt ihr, hier der Grafikkartenanschluss, der wird sowieso überdeckt. Der hier, wenn ihr Pech habt, auch, aber den könntet ihr dann einmal für eine WLAN-Karte benutzen, wenn er denn frei ist. Ich weiß nicht, wie das mit dem Kühlkörper der Grafikkarte ist. Hier unten könnt ihr noch eine Capture-Card einbauen. Hier könnt ihr eine USB-Karte einbauen, wie ihr halt Bock habt. Einen M2-Slot hat das Board auch noch. Da kommen wir gleich auch noch zu dem Thema. Hat noch schöne Beleuchtung hier am Rand. Also es ist ein grundsolides Board. Es gibt natürlich viel bessere, klar. Aber es ist zumindest schon mal gut, dass sie ein großes Board genommen haben. Das packen wir so in den Warenkorb. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 5 3600. Klar, den kennt ihr schon. Auch ein grundsolider Prozessor, nur in einem solchen System mit so einer Grafikkarte stellt das dann irgendwann den Bottleneck dar. Er ist zum Zocken geeignet, ja, solltet ihr auf die Idee kommen zu streamen, könnt ihr mit diesem System, ja, ihr könnt streamen, kommt aufs Game an. Wenn ihr ein Game habt, was sehr prozessorlastig ist und ihr rendert womöglich noch über Prozessor, bei der Grafikkarte könnt ihr auch über Grafikkarte rendern, das ist immer ein bisschen matschig dann, kommt der schon an seine Grenzen. Hier haben wir ihn auch schon für 193,76 Euro bei BA Computer, der ist wieder gestiegen im Preis, kann das sein? Ja, der war schon mal hier bei 179, der ist wieder hochgegangen, aber ist nicht schlimm, pack mal so einen Warenkorb. 65 Watt TDP, wir nehmen jetzt auch den mit dem eigenen Lüfter, weil es ist kein anderer Lüfter verbaut. Steht auch gleich noch da. Hier sieht man Kühlung AMD, Standardlüfter AMD, also der quasi in diesem Box mit enthalten ist. Ist auch in Ordnung für die 65 Watt. Bei dem Preis finde ich das schon wieder nicht in Ordnung, aber gut, das müssen sie selber wissen. Jetzt wird's richtig interessant. Ihr habt als Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 Dual Channel, ist schon mal schön, ihr habt Dual Channel. Jetzt steht da aber kein Hersteller. Okay. Jetzt habt ihr hier Single Channel. Wenn ihr also nur in einer Regel nimmt, 16 GB, was Scheiße ist. Dual Channel ist immer besser, ja? Also Single Channel, 16 GB würde 2,90 Euro weniger kosten. Okay. Jetzt gibt es da noch 16 GB DDR4 RAM 3000 MHz Highspeed. Das ist auch wieder Single Channel. Der würde auch noch 90 Cent weniger kosten. Da wisst ihr aber zumindest aus einer Auswahl von 5 Herstellern, welchen ihr kriegt. Also ihr wisst nicht, welchen ihr kriegt. Ihr kriegt einen dieser 5. Wenn ihr Pech habt, kriegt ihr halt den G-Skill. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr Corsair. Ihr kennt meine Meinung dazu, ihr wisst das ja mittlerweile. Wenn ihr jetzt natürlich Dual-Channel wollt, 16 GB mit 3000 MHz, was okay ist, der Ryzen kann auch 3200 oder 3600, aber mit 3000 MHz, dann würde der 2,90 Euro mehr kosten, Dual-Channel von einem namhaften Hersteller. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass die euch wahrscheinlich 2933er oder so da reinprügeln. No name. Ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Das ist blöd. Ihr könnt jetzt natürlich diese 2,90 Euro ausgeben, habt dann Glück, dass er einen von diesen hier kriegt oder eben nicht Glück, wenn ihr G-Skill kriegt. Aber die packen euch richtig billigen RAM da rein.
Wir sind jetzt einfach mal nett und nehmen den G-Skill Aegis 16 GB DDR4 3000. Also nicht 2933er, sondern 3000er CL16. Den packen wir für 72 Euro bei Mindfactory jetzt so in den Warenkorb. Ich kann jetzt gerade nichts anderes machen. Mir fällt jetzt kein anderer Hersteller ein, den man schön billig da reinklatschen könnte. 2933er hier bei Geizhals zu finden ist auch so eine Sache und der kostet dann dasselbe. Deswegen verstehe ich das nicht. Jetzt kommen wir zu dem Thema. SSD M.2 Speicher hat das Ding nicht. Das Board hat einen Anschluss, aber das gönnen sie euch nicht. Ihr kriegt keinen M.2 Speicher. Ihr kriegt eine 240 GB SSD, 2,5 Zoll. Die bügeln sie euch da rein. Die kostet hier bei Geizhals 29,45 Euro über Mindfactory. Ich habe jetzt einfach mal die Kingston A400 genommen. Ja, das ist eine 2,5 Zoller. Nur mal so, 240 GB als M.2 Speicher kostet dasselbe. Und ist schneller. Also sowas Bescheuertes. Ich verstehe. Ihr wisst schon, wo das System hinläuft, ja? Das packen wir halt so in den Warenkorb. Ja gut, dann bekommt ihr noch eine 1 TB HDD. Das ist in Ordnung, da könnt ihr halt die Spiele drauf auslagern. Wir nehmen jetzt einfach mal die Seagate Barracuda mit 1 TB für 33 Euro bei Mindfactory. Das ist auch nicht so die Rede wert. Also sind das stinknormale HDD. Da packt ihr halt die Spiele drauf und eure ganzen Daten und so. Das ist schon okay. Jetzt wird es natürlich schnuckelig. Jetzt haben wir hier eine Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB. Die wurde jetzt erst vor 2 Wochen, sage ich mal, released. Jetzt nagelt mich nicht drauf fest, kann auch 3 Wochen sein. Aber das Ding hat gut Bums. Es gibt gleich auch noch eine Art FPS-Test, nenne ich es mal. Ich suche jetzt dieses YouTube-Video raus, wie ich das schon mal gemacht habe. Dann seht ihr mal was. Das hat aber auch einen Grund, warum ich das mache. Kommen wir gleich noch zu. Wir nehmen in dem Fall einfach mal die GameWare GeForce RTX 3080 Ti Phoenix. 12 GB, ist eine Triple Fan für 1549 Euro bei eBay. Ja, die packen wir so in den Warenkorb. Was es sonst noch zu dem System zu sagen gibt, es ist kein Windows mit dabei. Bei 2150 Euro ist das schon krass, aber gut. Und ansonsten haben wir auch soweit alles, dann kommen wir mal zum Ergebnis. Wir gehen nochmal die Liste durch. Hier ist die 1 TB Festplatte, hier ist die SSD, hier ist der Prozessor, hier ist der RAM, den wir natürlich irgendwie rausgesucht haben. Hier ist die Grafikkarte, hier ist das Mainboard, hier ist das Gehäuse und hier ist das gute Netzteil. Denkt dran, China-Böller ist da drin. Wir nehmen aber ein gutes für 143 Euro. Da kommt ihr auf einen Gesamtpreis von 2145,73 Euro. Das System soll kosten 2149. Jetzt müsst ihr euch vor Augen halten, wir haben qualitativ gute Sachen genommen, bis auf den RAM. Ist aber meine persönliche Meinung, ja. Das könnt ihr für euch selber entscheiden. Es kann sein, dass 99% der Leute das da draußen anders sehen. Ich habe den RAM jetzt 3-mal gehabt, 3-mal war er kaputt. Brauche ich nicht mehr kaufen, ist halt so. Ihr seid, wenn ihr selber zusammenstellt, günstiger, obwohl das System von 2449 Euro runtergesetzt worden ist auf 2149. Die nennen das Hot Sale. Ich bin günstiger, wenn ich selber zusammenbaue. Das. Und vor allen Dingen, ihr müsst euch mal überlegen. Also, das System ärgert mich. Ich muss es so sagen, wie es ist. Die bauen eine 1500 Euro Grafikkarte in dieses System. Die UVP liegt woanders. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist so. Die Grafikkarten sind teuer. Ja? Die bauen euch eine 1500 Euro Grafikkarte in ein System, das einen Reellwert hat von 600 Euro. Wenn ihr die Grafikkarte abzieht, landet ihr bei 600 Euro. Das ist so. Ihr habt mein Video von gestern gesehen, beziehungsweise vorgestern. Ich weiß noch nicht, wann ich das hier hochlade. Da hatte ich euch Systeme gezeigt, Richtung von 800 bis 1150. Das sah genauso aus. Und da war aber M.2 Speicher drin. Und namhafter RAM. Und ein gutes Netzteil. Ey, das ärgert mich richtig, das System. Ich muss es euch so sagen. Ich verstehe es nicht. Wie kann man ein 600-Euro-System... Ihr flext dann mit der Grafikkarte. Da wird dann gesagt, pass auf, du kannst dann deinen Freunden erzählen, RTX 3080 Ti, boah, geil, was hast du sonst so drin? Ja, einen 3.6er Ryzen und 2933 MHz RAM und eine 240 GB SSD, 2,5 Zoll. Was ist das für ein Mist? Das macht man nicht. Dann legt man nochmal 300 Euro drauf und baut was Vernünftiges ein. Das ist wirklich so hart an der Grenze. Ihr könnt damit spielen, keine Frage, aber der Prozessor und der RAM, das sind Bottlenecks für diese Grafikkarte. Die Grafikkarte ist gut. Keine Frage, aber der Rest ist Scheiße, man muss es so sagen. Ich muss das jetzt alles rauspiepen, sonst kann ich es nicht monetarisieren, ihr kennt das ja. Oh, Mann. Also, ich zeige euch jetzt mal eine Alternative. Ich habe hier eine Alternative zusammengestellt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe keine 3080 Ti genommen, sondern eine 3070 Ti, die immer noch genug Leistung hat. Wir gucken uns gleich noch diesen FPS-Test an, ja, in Anführungsstrichen auf YouTube. Es wird jetzt wieder jemand kommen und sagen, ja, du hast die 3080 Ti rausgeworfen, 3070 Ti, dann kann ich das auch. Ja, gut, klar kannst du das. Es macht aber keinen Sinn, eine 3080 Ti in ein System reinzustecken, was einen Wert von 600 Euro hat. Das ist bescheuert. Es ist einfach so. Ich muss es so sagen. Die Kommentare werden kommen.
Klare Sache. Aber ich habe jetzt hier in diesem System 3070, ihr seht ihr jetzt noch. Okay, wir haben hier eine Seagate Barracuda, wie bei dem anderen auch, allerdings 4 Terabyte und nicht 1 Terabyte. Das Vierfache an HDD-Speicher. Ihr bekommt das Vierfache an SSD-Speicher, in dem Fall M.2. Nicht 2,5 Zoll, M.2 Speicher. Ihr bekommt anstatt einen Ryzen 3600, bekommt ihr einen 5800X, der fürs Zocken sowas von gut geeignet ist, zum Streamen und zum Rendern. Ich benutze ihn selber, ich habe ihn auch, ihr wisst es mittlerweile. Dann bekommt ihr als RAM Corsair Vengeance RGB Pro RAM mit 3600 MHz 32 GB das Doppelte an RAM-Speicher. Das und namhafter Hersteller mit RGB. Das fand ich auch noch lustig, das muss ich euch gerade noch zeigen. Dieses System regt mich wirklich auf, ihr merkt das vielleicht. Ihr habt hier bei dem System, wenn ihr den RGB Pro wollt, in 3200 MHz. Wir haben bei der Alternative 3600 MHz, aber das tut jetzt gerade nichts zur Sache. Und das doppelte an Speicher. Dann steht hier, RGB Highspeed RAM, okay, nur bei Gehäusen mit Fenster zu sehen. Die halten euch komplett für bescheuert. Die denken sich, das müssen wir dabei schreiben, sonst wundert sich der Kunde, wenn er ein Gehäuse kauft, wo keine Scheibe drin ist, wo denn die Beleuchtung ist. Man könnte jetzt sagen, ihr könnt auch von oben durch die Lüftungsschlitze gucken, dann seht ihr die Lampen auch. Ey, für wie doof muss ich meine Kunden verkaufen, oder müssen die das gesetzlich da reinschreiben? Dass der Kunde auch weiß, oh, ich sehe die RGB-Beleuchtung, aber nur wenn ich eine Glasscheibe habe. Ey, also, sorry, das, egal. Wir gehen weiter mit der Alternative. Also, hier haben wir den RAM, schon mal das Doppelte, ja, und bessere Taktung. So, jetzt haben wir hier die RTX 3070 Ti Eagle 8 GB. Klar, die hat anstatt 12 GB nur 8 GB und es ist nur die 3070 Ti, die zum Zocken aber völlig ausreicht. Ich würde nicht hergehen und fast das Doppelte bezahlen, nur weil ich eine 3080 Ti dann da liegen habe. Die hat eine Mehrleistung von zwischen 30% und 40%. Dafür bezahle ich fast das Doppelte, das ist Quatsch. Preis-leistungstechnisch totaler Blödsinn. Das ist hier schon die 3070 Ti, das ist auch schon Blödsinn, 885 Euro dafür hinzulegen. Aber es ist halt im Moment so, man kann nichts anderes machen, leider. So, dann bekommt ihr als Board in der Alternative das Board, was ich auch habe. Deswegen empfehle ich euch das jetzt, weil ich damit keine Probleme habe. Da habt ihr zweimal M2 Steckplätze. Ihr habt dieselbe Anzahl an PCI Express Verbindungen hier. Ihr habt aber viel bessere Anschlussmöglichkeiten hinten. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen eben. Ist auch scheißegal, es ist das Tomahawk 2, das kennt eigentlich jeder. Ihr habt den X570 Chipsatz und nicht B450. Ihr habt PCI Express 4.0. Und das kostet 159 Euro, das ist das Doppelte als das andere Board kostet, ja, dass wir uns da nochmal verstehen. Vor allen Dingen bekommt ihr als Gehäuse das Lianli Dynamic O11XL ROG, was unter anderem auch von der Bauer, wer ihn auf YouTube mal suchen möchte, kann das gerne tun, mitentwickelt worden ist. Das hier ist jetzt ein Beispielbild, es geht auch nur um das Gehäuse. Ihr könnt da drin eine Custom Wasserkühlung verbauen, auch jede andere Wasserkühlung, AIOs könnt ihr da reinschrauben, überhaupt kein Problem. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispielbild, also was, nichts anderes wird das jetzt beworben. Hier steht auch, die Abbildungen müssen nicht den tatsächlichen Produkten entsprechen. Yo, so ist das Gehäuse ohne. Dieser RGB-Streifen, der ist da drin. Ihr kriegt eine Grafikkartenhalterung mit dabei, die hinten ans Mainboard angeschraubt wird. Hier unten steht es auch nochmal. Lianli, der Bauer, das wurde mitentwickelt. Ich habe das Gehäuse schon zweimal verbaut. Ist ein super Gehäuse. Das kostet 200 Euro. Das andere kostet 40. Und dann bekommt ihr noch ein BeQuiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt. Namhafter Hersteller, vollmodulares Netzteil. Für 2154 Euro. Ihr seid hiermit 9 Euro teurer. Habt aber ein zukunftssicheres, vernünftiges System da stehen. Und bei dem System braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, wenn ihr dann irgendwann sagt, jetzt in einem Jahr oder zwei, ey, hör mal zu, die 3070 Ti, die langt mir nicht mehr. Dann kauft ihr euch in ein, zwei Jahren die 3080 Ti zu einem vernünftigen Preis und bekommt die hier auch noch gut los. Also wirklich, wer dieses System kauft, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich muss es so sagen, wie es ist. Also ich rede jetzt hier von dem Memory-PC-Ding, ja? Nicht die Alternative. Wenn ihr euch das so zusammenstellen wollt, ich packe euch den Warenkorb in die Beschreibung rein. Und dann wird sowas auch noch als High-End beworben. Das Einzige in diesem System, was High-End ist, ist die Grafikkarte. Der Rest ist Durchschnitt. Fängt beim No-Name-Netzteil an, der 3600 Ryzen steckt in gefühlt jedem System. Nee, also ich muss wirklich sagen, nicht bestellen. Auf gar keinen Fall. Das ist meine persönliche Meinung. Bevor jetzt jemand wieder meint, hier, du laberst Scheiße über den Laden. Es ist meine Meinung. Ich würde dieses System im Leben nicht kaufen. Nur, dass ich nur mit der Grafikkarte dann flexen kann. Das ist so ein... Nee, ehrlich nicht. Fällt mir nichts mehr zu ein, muss ich so sagen. Tut mir leid. Gut, das war jetzt mal ein bisschen ein aufregenderes Video. Einfach nur, weil mich das aufregt. Das ist halt so, ich habe das gestern zusammengestellt. Ich habe mich mit meinem Mod ins Voice reingesetzt. Und habe halt mit ihm mal darüber gesprochen. Der hat sich auch nur an den Kopf gepackt. Also gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Viel Freude mit der Maus an Keller ist mein Name, der die gewonnen hat.
Beim nächsten Giveaway sage ich wieder nicht Bescheid. Ich schreibe das auch nicht in die Beschreibung rein. Dafür müsst ihr die Videos gucken, ja. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mir sehr weiterhelfen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, ciao. Ja, hier bin ich nochmal aus dem Off. Ich habe vergessen, den FPS-Test zu machen, weil ich mich so aufgeregt habe über dieses System. Okay, sorry. Ich wollte euch nochmal die Comparisons zeigen, was RTX 3070 Ti, 3080 Ti ausmachen an FPS. Ja, wofür ihr das Doppelte bezahlt. Wir hätten hier zum Beispiel bei Outriders, bei der 3070 Ti 92 FPS, bei der 3080 Ti 140 knapp. Ja, es springt hier mal 130. Also ihr bekommt hier jetzt, sage ich mal, bummelig 30% mehr Leistung für das Doppelte des Preises. Wir nehmen Assassin's Creed Valhalla, da ist die 3070 mit 73 FPS dabei und die hier mit 85, also macht jetzt auch nicht den weltweiten Unterschied. Wenn wir Dirt 5 nehmen, seid ihr hier so bei 90, hier so bei 120, 130, springt natürlich immer. Bei Red Dead Redemption 2 habt ihr hier so 85 FPS im Schnitt und hier habt ihr halt 105, 106. Gut, hier oben steht ja die Average, ihr könnt es ja sehen. Dann haben wir hier Cyberpunk, da sieht man schon einen deutlicheren Unterschied. Ja, wobei 34 FPS zu 48, 49. Ist natürlich jetzt alles auf Maximum geknallt, ne? Klare Sache, ihr könnt das ein bisschen runterschrauben, auch Raytracing und solche Sachen. Also ihr seht, im Schnitt habt ihr circa, sag ich mal, 30, wenn vielleicht sogar 40% mehr Leistung, aber ihr müsst fast das Doppelte des Preises bezahlen. Deswegen macht es keinen Sinn, eine 3080 Ti da reinzuknallen, dass ihr da nochmal Bescheid wisst, ne? Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und ciao, ciao.